So, meine lieben Liebenden, da ist sie wieder mit einem neuen kleinen Horror-Let's Play. Wir spielen 911 Cannibal. Das sieht alles sehr, sehr wichtig aus. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich habe heute zum ersten Mal die vegane Currywurst von Penny. Ich hatte noch nie eine vegane Currywurst. Ich habe natürlich, ne, klar, wie ich das so mache, mein Curry genommen, mein Paprika und ein bisschen Wustersoße obendrauf. Jetzt machen wir mal kurz den Geschmackstest. Außerdem will ich Zippel. Wenn ich keinen Zippel kriege, bin ich beleidigt. So. Ja. Ja. Kann man... hat sogar Pelle, ne? Das schätze ich sehr. Ja. Also schmeckt halt nicht wie selbstgemachte, klar, aber schmeckt wie Curry King. Macht keinen Unterschied. So, wir gehen rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. When was the last time you saw him? Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Yeah, it was Monday. Ma'am, it's Friday. Oh. Also, irgendwas stimmt da nicht? 911. So, well, we called to say that our friend went missing. You want to report a missing person? Ja. Yes, but it's not been 24 hours and stuff. You don't need to wait 24 hours. Ah ja, man muss 24 Stunden warten, okay? Oh, great. I don't really remember. Okay, ma'am, stay on the line. I will contact the police right away. Okay, das geht also immer so weiter. 911. So, well, we called to say that our friend went missing. Jacob Fox, okay. Well, we were partying. Nacht, ich laufe alleine auf einer Autobahn. Die Taschenlampe hat Mühe, die Straße zu beleuchten. Es hat sowieso keinen Sinn. Ich kann meine Augen bei diesem Schneesturm nicht öffnen. Warum habe ich überhaupt geglaubt? 1 Uhr morgens, alte Hütte am See. Nur du und ich, lass uns unanständig werden. Dumme Mandy. Die ganze Schule wird es morgen wissen. Ich werde zum Gespött der Leute werden. Scheiße, scheiße, scheiße. Motorgeräusche sind durch den Schneesturm zu hören. Ein alter Chevrolet parkt neben mir. Der Fahrer bietet mir an, mich mit zu seinem Haus zu nehmen. Er fährt sowieso nach Greenwood. Zu Fuß würde es mindestens eine Stunde dauern. Ich muss eine Mitfahrgelegenheit nehmen. Außerdem kenne ich ihn. Ich habe ihn im Krankenhaus gesehen. Er arbeitet dort. Drin fange ich an, meine Zehen wieder zu spüren. Es stellt sich heraus, dass mir furchtbar kalt ist. Der Fahrer, der sich Frank nennt, bietet mir einen Tee an. Er riecht seltsam und ich frage ihn, ob er irgendein Gebräu in die Thermoskanne getan hat. Wir lachen. Frank scheint ein netter Kerl zu sein, auch wenn er mir die Fragen mit der Geschwindigkeit und eines Maschinengewehrs stellt. Bäume blitzen vorbei, meine Augen können den Schneescheibenwischer nicht verfolgen. Meine Zunge fühlt sich Watte an. Mir ist schlecht, ich werde ohnmächtig. Scheiße, mir ist so schwindelig. Wo bin ich? Sieht aus wie ein Keller. Ist das ein Käfig? Bin ich in einem Käfig? Ich muss um Hilfe rufen. Nein, 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 nein. Halt die Klappe, du Idiot. Kein Ton. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Denk nach. Denk nach. Ja, so ist das mit den Menschen, den man kennt. Ne? Es ist schon echt übel. Okay. Da sind wir. 3 Hinweise sammeln. Verwenden. C setzen. 1-6 ist Inventar. Und Escape Pause. Okay. Warum soll ich mich setzen? Hallo? Oh, da saß wohl vor mich jemand anders. Was ist da? Planken halten kaum noch stand. Was ist das? Ein Dietrich, ein Schlusspickel. Und hier kommen wir raus, ohne dass er das merkt, ja? Anwählen und dann, okay. Mhm. I need to put everything ich muss alles wieder da ein tun, bisher. Ah, okay. Ja, cool. Kein Strom. Ich muss alles wieder dahin tun, wo ich es hergenommen habe. Okay. Ja, damit er das dann nicht merkt, ne? Der gute Mensch. Oh, da ist was. Ein Handschuh. Schwefelsäure. Ja,
Ja, da sollte man vielleicht nicht reinfassen. Oh shit, aber mach das wieder ran, mach das wieder ran. Ein Schlüssel. Wie sammeln wir denn Beweise? Mit H. Ach so. Ach, Hinweise. Ach so. Ich Idiot. Okay, ich krieg drei Hinweise. Sego. Okay, alles wieder so herrlich. Dann machen wir das wieder zu. Die Tür ist wieder dran. Was machen wir mit der Säge? Das hier? Irgendwas? Nee? Ah! Shit, shit, shit. He's going to come. Mach die zu, Mann, mach die zu. Nimm doch das scheiß Schloss, ey. Ey, nimm das Schloss nicht. Oh, Mann. Das brauche ich nur antippen, okay. I didn't want to, but you're making me do it. Okay, scheiße. So, und wenn ich das Schloss nehme... Geht's automatisch wieder ran. Okay. Dann probieren wir das nochmal. I need to put everything back where I took. Ja, ja, ja. Handschuhe. Oh, hier sind sie nicht. Scheiße. Wo sind denn jetzt die Handschuhe? Ah, okay, warte. Das kann man schon ran. Und wieder zumachen. Wo sind jetzt die Handschuhe? Scheiße. Ach, hier. Oh, sag mal, ja. Das hätte ich vielleicht auch alleine geschafft. Dankeschön. Meine Fresse, ist das peinlich. So. Steh mal auf. Jetzt die Handschuhe. Und greifen da rein. Jetzt haben wir den Schlüssel. Die Schranktür ist wieder da. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel hier für den Koffer. Wo der da wo ist. Moment, Moment. Ja. Schlüssel. Und die Säge. Mach das zu. So. Wir haben alles wieder zurückgepackt. Jetzt muss das mit dem Schloss hier klappen. Zu. Please don't know this with the left. Please don't know this. So, und wir kriechen hier wieder in die Ecke. Fantastisch. So muss das sein. Ich glaube, wir haben's. Bitte, 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 lass mich nicht vergessen haben. Naja, Moment mal. Was? Was stimmt hier nicht? Oh! Verarsch mich doch nicht so fies! So, okay. Also es ist ja ein bisschen tricky hier, ne? Finde die Grafik ganz gut. Man muss halt genau treffen. C ist halt nicht so geil. So, mach das weg. Das hört er nicht. Okay.
das lassen wir so. Wir haben uns jetzt hier umgeguckt. Hier war nichts weiter. Wir öffnen jetzt das hier. Und diese Tür. Was finden wir hier? Ein Ofen. Ventil ist rostig. Die Tür ist gar nicht vorhanden, quasi. Was ist das? Kohlestaub. Okay. Mit der Hand können wir es nicht bewegen, okay. Nach oben. Eine Flasche mit Blut, denke ich mal. Ein trockener Lappen. Ja, wenn er trocken ist, machen wir ihn noch nass, oder? Ist doch ein Hinweis. Wasserlappen. Mach zu. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das? 831. Könnte das die Kombination für den Safe sein? Aber ich bin 831. Dann mach das mal zu hier. Dann passt das, man trifft das nicht richtig, ne? So. Also der ist bestimmt laut. Man ist ein bisschen angespannt, ne? It worked. Ja. Das war nicht laut, nein? Mhm. Okay. Das geht mit Strom auf. Wofür könnte der Schlüssel noch sein? Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas Wichtiges? Nee. Sieht nicht so aus. Aber ich kann doch nicht. Und das können wir so lassen. Hier ist doch nicht viel da oben, oder? Doch, ist er. Ach du Scheiße. Ich umdrehen. Nicht benutzen. Der Griff steht unter Spannung. Da muss ich abschalten. Hier muss ich durch, definitiv. Okay. Aber was finde ich jetzt hier? Frank, ich habe endlich das Ding, das du wolltest, fertiggestellt und einen Tag daran gesessen. Sieht scheiße aus, aber es muss funktionieren. Benutze die Schalttafeln, um es einzuschalten. Ich habe alle Schalter markiert. Vergiss eines nicht, nachdem du die gesamte Kette angeschlossen hast.
musst du die Kühlung schwarzer Schalter einschalten und nicht ausschalten. Alles in deinen... Okay. Wenn ihr Experiment mit der organischen Batterie nicht funktioniert, und das wird es nicht, wird der Generator überhitzen. Es kostet viel und ich habe keinen Ersatz. Ich bitte dich, es nicht zu verbrennen. Wir haben vielleicht Flecke auf den Teppichen, das sind meine. Ich erinnere mich an eine dicke, an deine Macke. Aber ich war verdammt müde. Es ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Aber ich weiß, dass das für dich kein Problem sein wird. Noch etwas? Ich habe bei der Arbeit im Keller einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Ich glaube, es könnte eine tote Ratte hinter ihrer Wand sein. Sie sollten Mitch anrufen. Schieben Sie es nicht auf die Leine. In einer Woche werden Sie den Gestank nicht mehr los. Und besorgen Sie sich in Zukunft eine Katze. Zur Erinnerung, wir gehen diesen Freitag zum Bowling. Das letzte Mal musste ich Lisa als Partnerin haben. Sie kann nicht einmal eine Kugel gerade halten. Die Jungs haben sich kaputt gelacht. Ich hoffe, dass du dieses Mal keinen Notfälle hast. Hast du dich schon entschieden, was du mit all den Zitronen machen wirst? Okay. Okay, also irgendwas mit diesen Schaltern. Gut. Seil. Das hört er nicht, ne? Ja. Muss man das nicht verstehen, oder? Was ist da drin? Eine Box? Oh, ne. Nein. Kannst den Gegenstand drehen. Belongs to Frank Flowers. Dear Frank, congratulations on your ride. Birthday. I wish for you to grow up a healthy and a decent young man, find your place in life and not stain out family name. Okay, also... Alles das, was da steht, hat er nicht gemacht, ne? Er hat alles versaut. Familie, Schande über die Familie gebracht, etc. pp. Was ist das? Ach, so ein Ding, wo dann, ne, alle Bilder letztendlich bleiben müssen. Irgendwie so. Das ist immer... Das kann dauern. Bis daher, ne? Ich weiß noch nicht, ob es da ein System gibt. Man dann so... Ah, wow. Ah! Meine Fresse, so. Ach, du Scheiße. Okay, fangen wir mal so an. Guck mal, Beinchen und Cape, ne? Weil mit den Wolken da oben passt ja irgendwie gar nichts. Da wird wahrscheinlich wieder Text stehen. Ja, der Ritter, das stimmt sogar schon. Und was hält der Ritter? Sein Schwert? Ja. Sieht das richtig aus? Das kommt dieses Schiebepuzzle. Mein schön ist das da drunter, ne? Hier ist abgebildet, was wohin kommt. Ob das hilft, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Die Flosse. Flosse ist da. Dieses Teil ist wo? Das scheint das Leere zu sein. Weil das Teil ist nicht zu sehen. Nee. Ja gut. Ich kann sowas einfach nicht, ne? Sag ich euch gleich. Bis dann. Ist das richtig jetzt? Oder ist noch was falsch? Also hier sind alle offen. Hier scheint... Ja, außer hier. Ah! Genius! Ich bin vorhin schon gestutzt. Siehst du?
Ein Symbol. Mehr nicht. Einfach ein Symbol. Okay. Was auch immer ich... Mach das mal zu hier. Was auch immer ich mit diesem Symbol mache. Bleib mal krauchend. Ich denke mal was anderes. Irgendwie... Oh, guck mal. Ein Schlüssel. Okay, ich muss wirklich erst den Strom abschalten. Aber wie? Okay, wir gehen mal runter. Ein Symbol. Was mache ich damit? Nee. Auch nicht. Aufhören jetzt schon. Was mache ich mit diesem Symbol? In Salzsäure schmeißen, ist da drin was. Da drin was versteckt vielleicht? Das wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt. Nee. Geht nicht. Nutzlose Zeichner. Was soll ich denn sonst mit diesem Symbol machen? Ja. Es erklärt sich mir jetzt nicht so wirklich. Muss ich ehrlich gestehen, was ist das? Was hier oben? Nochmal. Was habe ich denn vergessen? Ja. Keine Sicherung. Ich habe eine Sicherung. Wann habe ich die denn eingesammelt? Ach ja, vorhin Ach Mann. Okay. Jetzt komme ich da unten an den Kasten. Aber... muss dann wieder ganz doll aufpassen. Der war da drin, ne? Oder? Ja. Mach mal zu. Das Schloss da wieder an. So, hier. Jetzt hat der Kasten Strom. Ja, tut mir leid, Leute. Öl. Hast du das gehört? Nee. Hat er nicht. Okay. Weil ich glaube, was auch immer das bewirkt, was wir jetzt machen, wir nehmen das Öl, schmieren das Rad und dann schauen wir, was passiert. Alles zurückgebaut. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Auch oben. Wir haben uns um alles gekümmert. Es kann nichts passieren. Ganz ruhig bleiben.
Love, peace and rock and roll. Er dreht das Rad wieder zu. Er geht. Er geht. Ich glaub's nicht. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Dass er einfach geht. Was hat er gemacht? Ein Schraubenzieher. Dem Herrn sei es geblasen und getrommelt. So, jetzt können wir aber hier, ne? Nicht? Ja. Was lesen wir denn da? Ach, dieses Buch. Nee, ich will es nicht lesen. Ich möchte da ran. Tante ist abgenutzt. Wäre nicht eine gute Idee, sie mit etwas zu spiegeln. Etwas zu spiegeln? Okay, egal. Ich habe jetzt den Schraubenzieher. Hier unten ist nichts anders wie sonst. Nur die Türen. Ich gehe jetzt hoch und versuche, ja, diesen Stromkasten da zu öffnen. Hallo, Herr Kidnapper. Und das, ja, das hört er nicht. Das ist sicher. Pass mal auf. Also wieder zurückgebaut, das ist gut. Oh mein Gott. Mach zu. Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Heb ihn auf, heb ihn auf. Oh, oh, oh. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf! Run, run, oh! Warte zum Volk! Oh Gott! Mein Herz rast! Der hat die schwarze Zündschnur umgelegt. Was? Oh Gott sei Dank! Das sieht nun vollkommen anders aus als eigentlich, ne? Wie fandet ihr das Spiel? Lasst es mich wissen. Ich fand es äußerst spannend und auch amüsant. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Macht's gut und bis dann.